Hallo. Da bin ich wieder. Leider ein bisschen später als gedacht, aber ja, hi. Echt kacke. Ja, ich habe was angestellt, was ein bisschen blöd ist. Ist alles voll mit Honig. Kann nicht verarbeitet werden. Und der Butler kann keine Chorus Liquid abarbeiten. Jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwie eine Trash Can bauen. Trash. Jetzt kriege ich die Trashcan hier nicht angezeigt. X. Net. So, X-Net. Kriege ich jetzt die Trashcan? Ja. Create. Extract. Kurs. Bucket. Okay, Liquid Chorus. Extract. Okay, dann kann ich den hier abreißen und Chorus brauchen wir ja erstmal nicht, also nehmen wir dafür die Trashcan. Sagen der Trashcan Insert
Ah, nur Anzeigefehler, aber jetzt 100% Honey. Okay. Was machen wir denn da am geschicktesten? Wenn nicht RF tut's. Show. Sammeln wir ein paar Fluid Storage. Oh Gott. Self-aware ist ja auch schon mal nice.
Oh, das geht auch noch. Hi, grüß dich. Gott, Hilfe. So, so. Hi. Ja, irgendwie bin ich heute maximal verwirrt. Krankengymnastik war, ach du Scheiße, an einem anderen Tag. Und dann war ich schon unterwegs und sowas alles. Also, ja, deswegen bin ich heute so spät. Aber ich muss dann nachher nicht mal, nicht nochmal los, so. Ha. So, wir hatten eben gerade Mikado Piercing? Nee. Nee, nee. Das ist erst Donnerstag wieder. Aber ich habe hier so ein bisschen Verstopfung angelegt. Viel zu viel und... Oh. Ja. Aber ich kann ja jetzt Heated herstellen, oder? Heated. Wax Block, Item Frame. Das ist ja super easy. Dann stellen wir mal eben ein paar her, würde ich sagen. So, was fehlte dann noch? Heated nicht. Oh Gott, heated. Inactive. Aber wie stelle ich denn das hin? Inactive. Okay. Und. Wax. Item Frame. Okay, heated. Also brauchen wir 16 Stück. Obsidian. Okay. Dankeschön.
Aber Inactive Dragon Egg, das ist ein bisschen... Kriege ich Leather irgendwie hergestellt aus... hole ich mir eine Kuh dafür? Hostile. Gehen wir doch mal auf die Suche nach Kühen. Ja, für Cow Seeds können wir später machen, war eine Idee. Aber aktuell muss ich dann ja so viele Kühe finden dafür. Und hier muss ich, glaube ich, nur 3 Stück töten oder so. Oh ja, wie kriege ich Eggs? Eggs brauche ich ja auch noch. Normale? Oh, und die kriege ich nicht, außer dafür brauche ich Chicken Essence. No. Cage. So, mit den kleinen Cages kriegen wir nämlich... Nämlich einfach die Chicken so eingefangen, dann können wir die auf den Trichter setzen. Und dann können wir die... Ja, aber... ich denke mir gerade dann... cool. Dann haben wir jetzt erstmal schon eine Basis und dann können wir daraus die Seeds herstellen. Würde ich sagen. Hallo? So, ich will eben noch eine Cow Prediction. Da. Hallo. Also die Seite. Oh. Oh, ich brauche diesen. Wie heißt er gleich noch? Dieses Tablet, ne? Deep Learner. Habe ich den weggehauen? Oh, ich muss noch 2 Kühe killen.
Okay, basic. Aber ich habe noch eine andere Idee, was wir machen können, eben fix. Das geht sogar relativ schnell. Popgrinder, Golden Egg. Wir brauchen GM Chicken Feed, Golden Egg. Nee, wir brauchen Dit. Bucket. So. Fliegen wir noch mal eben schnell zurück. Ja, ich dachte mir gerade nämlich, da kriegen wir doch ziemlich viel von. Cool. Light. Die will ich noch mitnehmen. Können wir hier einfach mal ein Froglight setzen. Moment. So. Trap. Trap. So, wie war das? Refined und... Nee, RF-Tools. Weil ich habe hier drüben diesen... War das der Timer? Ja.
Ist. Das funktioniert nicht. Ist das dann hier unten? Jetzt bin ich wieder mit Redstone Mechanics überfordert. Hä? Moment. So, jetzt mal. Okay, das ist ein bisschen zu hardcore. So. Okay, vielleicht ein weiter.
Also, das hat einigermaßen funktioniert. Okay, das klappt. Nice. Okay, das klappt. Aber das Problem ist natürlich, dass hier irgendwann alles mit wie heißt es gleich noch? Okay, das passt. Bucket mit Water. Oh. Wir haben Besuch. Oh Gott. Hi. Oh, hallo. Oh, irgendwo sind hier Phantome. Ah, von oben. Ja, das ist das, was den Server-Crash verursacht hat. Oha. Ja, sieht aber trotzdem geil aus. Das muss man ja mal sagen. Ja, danke schön. Sieht aus wie so Fluch der Karibik-Höhle hier jetzt bei dir. Ja, der Plan ist es, hier ist ja noch der Unterkiefer. Mhm. Den will ich mit den Pistons von Create nach oben drücken, dann irgendwie mit einem Skulk-Sensor oder so bewegen lassen. Mhm. Du das kannst da auch die Security-Kamera nehmen, wenn jemand kommt, dann geht er auf, wenn du wieder weggehst, dann geht er wieder zu. Das ist ja wie ein Bewegungssensor. Das wäre auch eine Idee. Weil diese Skulk-Dinger sind ja genauso wie Bewegungssensoren. Ja, genau, das dachte ich halt auch. Das aber nee, ist eine geile Idee auf jeden Fall. Hat übelst was. Das einzige... Hatte ich nur in deinen Dingen schon gesehen, dein Short so nicht so, ach Quatsch. Als ob das schön hier steht und nicht so, oh Mensch, ja doch. Ja, deswegen hatte ich das in der Mining Dimension gebaut, weil da ist Platz und dann kann man es einfach kopieren und deswegen steht das jetzt hier auch noch die ganze Zeit, damit ich es später einfach, wenn ich es doch irgendwie anders haben will, kopieren kann. Mhm.
Ja, und das einzige Problem sind die Augen. Da weiß ich noch nicht genau, wie ich das machen soll. Na gut, das ist auch schwierig, da so... ich weiß, das soll so rot rausleuchten wahrscheinlich, so, ne? Ja, genau. Wie so ein düsterer Blick, aber, ja. Ja, leider leuchtet das nicht so richtig raus, ne? Ja... Ja, nee, das sieht ja noch bekloppter aus. Ja, weil sich das auch nicht verbindet, ne? Ja. Irgendwas hat hier nochmal so richtig geil geglowt. Ich weiß aber nicht mehr, was es war. Also ich habe hier zwar die... Ach, wie heißen sie? Von Simple Light die roten Leuchten drin, ne? Aber die sind einfach zu grell. Ja, und hinter der Wand, da kommen die nicht so richtig zur Geltung, ne? Scheint da nicht so richtig raus aus dem Loch da, ne? Ja, ich war der Hoffnung, dass das dann einfach durchleuchtet irgendwie, aber das... Ja. Gott. Hast du schon mal die Glowing Pillars versucht von Ad Astra? Das wäre auch noch eine Idee. Das sind ja die, die ich unten im Keller hab, so, und die, also mit Shader haben die so einen richtigen Glow-Effekt. Auch hier zum Beispiel meine Axt müsstest du ja auch übelst heftig sehen, was Leuchten angeht, oder nicht? Die müsste auch so LED-Leuchten haben. Ja, genau. Ha. Mit den Shader. Sieht das kacke aus. Das ist halt so ein Punkt, so es wäre geil, wenn da noch so eine Pupille drumrum wäre, so mäßig, ne? Ja. Oh, da bringst du mich auf eine Idee. Dankeschön. So irgendwie eine andere Farbe nochmal drumrum machen, dass das so aussieht wie so eine Pupille. Ja, was geil ist, ist, kennst du das mit den Frames? Du kannst da vorher noch Glowstone reinquetschen. Ach was, nee, das wusste ich noch gar nicht. Dann fangen die an zu leuchten. Und wenn man jetzt... Moment. Red Concrete. Muss ich mal eben fix herstellen. Wusste ich gar nicht. Tut das mir das... Oh, Alter. Ja, das sieht ja übelst wild aus. Ja, und wenn... Damit die Pupille hinter dem... Oh, da hast du mich echt auf eine Idee gebracht. Ja, okay, das sind jetzt zwar Stairs, aber das ist genau das, was ich haben wollte. Nice. Dass du so ein bisschen dunkelrot hast und nicht dieses grelle Rot. Mhm. Und mit dem Tinted Glas funktioniert das echt gut. Ja, und mit den Frames kannst du ja echt eine richtig schöne Pupille wahrscheinlich bauen. Ja, und du kannst die Ecken ja auch noch schön anschrägen und sowas oder runden. Das genau. Nice. Ja, die Frame-Dinger sind echt praktisch, die finde ich auch gut, aber ich wusste nicht, dass du die auch zum Leuchten bringen kannst mit Glowdust. So, das ist mir selbst neu. Ja, ist glaube ich schon, halte ich fest. Die Frame-Mod wurde ja schon dreimal neu entwickelt und ich glaube, als sie das erste Mal rauskam, war das die Beta 1.7. Hm. Ja. Also seitdem kann man das eigentlich machen. Oh, krass. Ja, nice. Ja, dann sieht das nicht so komisch aus. Die andere Idee, die ich noch hatte, war, ich gebe den richtige Augen, also in weiß, und lass den einfach schielen, also nach rechts oben und links oben gucken. Hm, hätte auch was, aber da würde das nicht mehr so böse kommen, so, ne? Jetzt kommt das halt richtig böse, so. Mit Schielen wäre das eher so kommenmäßig angelehnt, glaube ich. Ja, auf jeden Fall, nee, deswegen habe ich es nicht gemacht, aber der restliche Hintergrund soll noch mit grauen Concrete sein. Dann sieht das so ein bisschen nach Schattierung aus, dann erkennst du wenigstens noch was, weil beim Auge erkennst du ja gar nichts mehr. Das fand ich ein bisschen schade. Ja, und oben drauf kommt noch eine Krone. Das hat ja übel. Und dafür brauchte ich diese Schematic Mod, weil
alleine kriege ich das überhaupt nicht hin. Ja, ist auf jeden Fall viel Denkerei. So, du musst überlegen, wo kommt der nächste Block hin und sowas. Ne? Das ist ja. Das hat ja bei Face zum Beispiel, der gegenüber von mir baut mit seiner Burg, der baut das ja auch ab, aber der ist da jetzt übelst lange bei. Hätte er so eine Schematik-Mod drauf bei sich, dann wird es auch schneller gehen, weil er einfach nur die Blöcke platzieren müsste. So muss er immer gucken im Video, so wo hat er was gemacht. Dann muss er wieder selber das bauen, dann guckt er wieder im Video, dann muss er wieder selber bauen. Das ist so natürlich zehnmal so einfach, ne? Ja, auf jeden Fall. Weil du kannst es auch so einstellen, dass du einfach nur noch mit Layern arbeitest. Das heißt, du positionierst das Ganze und dann hast du nicht dieses gesamte Gebilde vor dir, sondern nur den Layer, an dem du gerade arbeitest. Und dann mit Auto-Swap werden dann die Materialien automatisch ausgewählt. Das ist ja nice. Vor allen Dingen, ich hatte gesehen, du hast das in den Bilder gepackt, in die Ressourcen in den Bilder gepackt und dann hat er das selber platziert, so wie er das eigentlich auch abbaut, ne? Genau. Also Schrank für Schrank, dann hat er das so reingehauen. Genau, das Einzige, was ich halt dachte, war, dass der vielleicht das einfach nur als Shape nimmt. Macht er leider nicht, sondern der will wirklich die Concrete-Blöcke haben, was ein bisschen schade ist. Weil sonst hätte ich das geguckt, wie das aussieht mit Blackstone. Blackstone hat auch eine schöne Farbe, ja. Genau, dass man so... Chiseled kannst du, hättest du auch nochmal gucken können, Chiseled Blackstone, was du da so noch für machen kannst, weil sich das ja so übelst geil denn verbindet und sowas. Das kannst du ja auch verbinden lassen, denn... Genau, da wollte ich halt unterschiedlichen Blackstone nehmen, irgendwie 10 verschiedene Sorten und dann alle miteinander unterschiedlich reinbringen, aber das klappt nicht. Ja, das ist schade. Aber so hat es auch schon übelst was mit dem Black Concrete, muss ich sagen. Sieht echt geil aus. Ja. Ja, kann mir das auch schon gut vorstellen mit dem Mund unten, wenn das so auf und zu geht, so, das hat was. Ja, und dann natürlich im Hintergrund, also die Höhle dann nicht mehr aus Stone, sondern dann wollte ich so eine Art Eingangshalle machen, dass dann im Hintergrund, dass sie eigentlich riesig groß nach hinten aufgeht und dass man vielleicht irgendwie mit der Dunkelheit das Dach nicht sieht, so gesehen. Und dann dort vielleicht, keine Ahnung, irgendwie Soul Lamps oder sowas reinbringen. Die leuchten ja nicht hell, aber die bringen so einen nebligen Schein rein. Ja, nice. Was mir auch noch, auch eine geile Idee wäre noch, wenn du Flamethrower in die Nase reinhaust, dass wenn das Tor aufgeht, dann so einen kurzen Feuerstoß raushaust. Weißt du, was ich meine? Ja. Was so für den Effekt. Weil du hast ja hier zum Beispiel, hier den zum Beispiel. Das ist ja Flammenwerfer so, ne? Ja. Wär auch was. Den Kollegen hier ran. Der ist, glaube ich, ganz verwirrt, dass ich hier mehr rede und nicht mit ihm. Hallo. Der ist in meiner Gruppe. Ah, hallo. Guck dir das mal an, Marc. Das sieht heftig aus, oder? Weg ist er. Stabil. Das sieht stabil aus. Was ist er denn nach da oben? Ah ja, ich geh hier. Ja. Wollt ihr Dracheneier haben? Dracheneier? Hast du so viele? Aktuell 11. Oha, das ist ja viel. Oh, danke schön. Oh nee, ist runtergefallen. Nee, Marc hat den aufgeblockt. Magnet. Ich guck grad, welcher Rucksack Magnet hat, deswegen auch hier. So. Einmal aus damit. Wie viel hattest du zugeschmissen? 2 Stück? Ja, ich glaube mittlerweile 3. Jetzt habe ich auch eins. Jetzt habe ich auch endlich das Dingens. Achievement. Das Originale habe ich immer noch. Also. Datadisk musst du den Enderdrachen dann einmal einfangen, war das, ne? Also wenn du den spawnst, dass du dann einmal Rechtsklick auf ihn machst, quasi, um den zu saven. Und dann musst du ihn noch ein paar Mal töten, ne? Genau. Also, 3-mal töten. Und dann. Ja. Ach, da weil bist du. Da will ich mich demnächst auch mit auseinandersetzen, dass ich unten noch einen extra Raum mache, wo ich nur diese Simulation-Dinger reinhaue quasi und das von jedem einmal simulieren lasse, weil du kannst ja sämtlichen Loot, wie zum Beispiel auch die Hexenhüte und sowas oder was weiß ich, alles, was du nicht so craften kannst, kannst du dadurch ja kriegen quasi. Oder auch hier zum Beispiel die Krallen in meiner Hand zum Beispiel, die siehst du ja auch, kannst du dir auch durch einen bestimmten Mob geben lassen. Wer, mein Bruder? Wer? Ja, genau. Also, das fand ich entspannt und
Hier, wie heißt das? Du brauchst... Für irgendwann brauchst du besondere... Ah, wie heißen sie? Diese Mobs. Die kriegst du nur mit okkulten Ritualen. Oha. Ist das der Elder Guardian gewesen? Ah ne, die gibt's hier noch nicht mal in Hostile Mobs. Oder? Nee. Also Guardians gibt's auf jeden Fall. Elder Guardians, Spawn Egg, doch gibt es. Guardian, es gibt, Elden Guardian. Es gibt noch den Unbound. Ja, den... Nee, nicht Unbound. Oh, wie heißt der? Ah, hier Ender Guardian gibt's auch. Das war der mich immer weggebombt hat am Anfang, wo wir den Enderdrachen gemacht haben. Und dann hattest du dich ja gefragt, von was ich die ganze Zeit getötet werde. Und das war dieser Ender Guardian. Ah! Das mit... was hatte der Mark nochmal? 10.000 Herzen oder sowas? Oh Gott. Der war richtig OP, ey. Ja, das ist... Ja, das war krass. Das ist ja genauso wie der, Netherite Guardian. Ja. Also die sind echt heftig. Wir sind da zu zweit raufgegangen und meine Picke macht ja auch 21 Attack Damage. Ich bin mit einem Flammenwerfer raufgegangen, alles Mögliche versucht, ne? Das Ding wollte einfach nicht sterben. Dann hat Mark noch so ein Buch gefunden von Ars Nervous. Da kannst du so. Ars Nervous ist ja dieses Verzauberungsding, ja, wo ich auch meine Rüstungen her habe zum Beispiel. Und da mit dem Buch hat er ein Spell ausgesprochen, wo er eine riesen Eiskugel mitgespawnt hat und Blitze kamen da und alles mögliche. Also das war ein richtig heftiger Effekt. Und selbst dadurch ist das Ding nicht kaputt gegangen, nur ich. Gott. Ich lag da dann auf einmal so, jupp, super. Und dann kommen da mal wieder hin, ne? Also ich meine, denn Schlüssel und Enderperle konnte ich eben schnell machen, das ging. Aber ansonsten, mein Jetpack liegt ja da... Innerdings, ne? Da hätte ich mir erstmal ein neues machen müssen. Oh ja, da sagst du was. Ah, da kommt der Abholdienst. Ja. Okay. Moin. Moin. Hallo. Hallo. Wir haben hier Versammlung. Leck ich von mir. Oh. So. Oh, auch untergefallen. Perfekt. Oh Gott, sexueller. Ja, kein Problem. Brauchst du noch irgendwas? Dracheneier, Nether Stars, Drachenbeatem. Nether Stars benutze ich auch schon ziemlich viele, unendlich viele Flaschen. Ja. Deswegen machen wir den Daus und ich gleich erstmal eine Pflanze. Und die dachten auch genug. Netherite habe ich auch eine Pflanze gemacht von Mystical Educate. Das ist ganz praktisch. Jetzt habe ich ein ganzes System davon voll. Ja, ich bin nämlich bei gerade alle Pflanzen zu machen. Ich habe aber noch nicht alle zusammen. Oh, ist ja so viel, ne? Also, Dae hat ja eher auf Dings gesetzt, auf die Bienen. Ich bin ja mehr in Mystica Articulture momentan noch unterwegs gewesen, habe ich ja schon sämtliche Pflanzen, aber die Bienen will ich auch noch unbedingt machen, weil so manche Sachen kannst du leider keine Pflanze machen. Da brauchst du die Productive Bees, um das zu automatisieren, so. Nein, wissen. In der Pink Slime Farm habe ich dann auch schon gemacht mit dem Mob Crusher und der Kuh Farm und sowas, um da ranzukommen. Ja, das habe ich da. Wollte ich jetzt machen. Ich brauche Leder und habe keine Lust, Kühe zu schlachten. Rottenes Fleisch kann man ja brennen in den Mikrofon. Oh mein Gott. Das geht auch. Dann kriegst du Leder. Das mache ich nämlich auch schon durchgehend. Oder du kannst dir die Kuhpflanze machen von Mystical Articulture, dann kriegst du Kuh-Essenz und dann kannst du entweder in den Zulium-Spawner dir Kühe spawnen oder du kannst die Kuh-Essenz zu Leder zusammencraften. Das geht auch. Ja, ich habe mir jetzt ein goldenes Ei gemacht und wollte einfach ein Spawn-Area für alle freundlichen Mobs machen. Da kriegt man ja alles Mögliche. Mhm. Ja, ich will bei mir auch noch mal eine Dingens machen, so eine Spawn-Arena, eine große ausheben, wo ich sämtliche Spawner reinsetze, um so ein bisschen XP und Ressourcen zu farmen von den ganzen Mobs, Ender-Spawner und den Zulium-Spawner und sowas, für die ganzen normalen Friendly-Mobs. Ja, also XP, ich glaube, ich war seit ein paar Tagen nicht mehr an der Farm dran, aber das müsste bei mir so unendlich viel sein. Das ist irgendwann völlig abstrus mit den ganzen Spawnern. Ja, das glaube ich wohl. Ne, die XP-Farm habe ich noch nicht. Oben in meinem Crystal habe ich irgendwas mit 200 Level oder so gespeichert, aber mehr habe ich ja noch nicht. Gestern habe ich viele verloren, da hatte ich 80 Level und dann durch Mark seinen, Malheur da, habe ich dann erstmal die ganzen Level da liegen lassen. Ey. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich hatte zwei Bücher. Ich hatte so ein Buch mit Klone, da kann ich mich teleportieren und lassen Klon da.
Und dann habe ich irgendwie 3-4 Klone gehabt. Ich weiß nicht, ob die auch noch Spells mitgemacht haben. Weil ja, ich glaube schon, weil da kam so viel auf einmal auf mich zu, Alter. Das war nicht mehr in Worte zu fassen. Das ist echt, das ist halt wie, als wäre ein Tornado auf mich losgejagt. Ey, mit Blitzen und Eiswürfeln und keine Ahnung, ey. Alles. Ja, geil. Ich habe noch so ein rotes Buch, aber dafür habe ich nicht genug Mana. Phoenix Fire oder wie das heißt. Ich habe auch noch so ein schwarzes Buch von Ars Nervous im System, da habe ich auch noch nicht genug Mana für. Deswegen habe ich ja oben schon die ganzen Ritual-Table aufgestellt, damit ich jetzt so langsam mich da hochcraften kann. Ich habe ja bis jetzt nur die Basic-Rüstung von Ars Nervous. Das ist ja diese lilane, die ich habe. Ich will aber die Aquamancer-Rüstung noch haben, die ist ganz geil. Vor allen Dingen passt die auch zu meiner Farbe, die ist blau. Ja, das stimmt. Aber am wildesten finde ich immer noch hier seinen Taucheranzug mit seinen Flossen, ey. Das sieht auch wild aus, ey. Ja, ich war auf Versuche nach dem Sniffer-Egg und hatte keine Lust, irgendwann die ganze Zeit immer wieder aufzutauchen. Und ja. Ja, sieht aber auf jeden Fall wild aus mit dem Badelatschen da. Ja, das ist besser als, wie heißt das gleich noch, Aqua Infinity auf allen Teilen drauf. Ach krass. Oh. Also irgendwie 5 oder 10 Minuten kannst du tauchen und mit den Flossen bist du so schnell wie, oder fast so schnell wie mit einem Jetpack unter Wasser. Also Chunk Loading kommt nicht hinterher. Bist du da wie so ein Delfin da unter Wasser da erstmal unterwegs war oder wie so ein Jetski? Ja, also ich glaube, ich habe den kompletten Warm Ocean im näheren Umkreis komplett abgefarmt und habe ein Sniffer-Eck gefunden. Alter. Ach krass. Das war völlig bescheuert. Ja, ja, jetzt hast du ja genug, ne? Ja. Auf jeden Fall. Mir hast du ja auch schon 2 gegeben, das reicht ja, um die zu paaren. Dann brauche ich ja nur diese Rose Seeds oder wie die heißen, glaube ich. Irgendwie Torch. Rose. Ja, genau, diese irgendeine Setzlinge, damit fütterst du die und dann machen die Liebe. Genau. Liebe, Liebe, Liebelein. Braucht ihr denn irgendwas? Kann ich euch was anbieten? Och nö, tatsächlich habe ich jetzt so, also. Da bin ich gut mit bedient mit den 3 Sachen, die du mir schon gegeben hast. Ich aber sonst komme ich noch gerne nochmal drauf zurück, wenn ich soweit habe. Hast du jetzt deine Gastiers schon, die du brauchst, oder willst du noch welche haben? Sonst, ich habe mehr als genug. Also. Ah, ich habe jetzt 300 Stück, das sollte reichen. Oh, perfekt. Oh. Weil ich habe irgendwie 1000 Gastiers im System oder so, deswegen. Da aber ich komme ich gut mit zurecht. Ich hab noch was, das freut jeden. Moment. Oh, das freut jeden? Oha. Schneebälle. Schneebälle. Hui. Oh Gott. Wong, wong, wong. Ja. Aua, aua. Da sind Steine drin. Oh Gott. Egal. Wie damals in der Schule. Weißt du auch schon, was du hier vor dein Grundstück so machst? Ob du hier noch irgendwas Bestimmtes anlegen willst oder so? Oder? Ja, ich will so richtig Kontrast machen. Ich will so gesehen einen Eingang für einen schwarzen Tempel mit einem Friedhof vorne vor. Mhm. Und der Weg dahin soll alles schön mit Kirschblütenbäumen gepflanzt werden und alles richtig hübsch und dann kommst du da rein und ist alles dunkel, schwarz, neblig, tot. Hm. Und unten sind dann wieder alles mit Bienen, Blumen, Regenbogen. Ja, hatte ich ja schon gesehen, hast du ja diesen Kreis ausgehoben, wo denn deine Bienen in so einer Reihe drin sind. Genau. Hat der Sandbalken da oben eigentlich was zu tun, dein Dirtbalken über den Dingern? Oder? Ja, also da. Du hast ja quasi rundum einmal die Bienen und dann ist ja davor immer die Feeding Station so, die du da hast. Oder Feeding Slab, hatte ich gesehen. Genau. Und oben drüber war quasi so ein Reihe Dirt so in der Mitte quasi wohl um den Konstrukt. Ja, da wollte ich einfach nur Blumen drauf pflanzen und ich wollte normale Bienen da drin rumfliegen lassen. Ah, okay, ja, dafür sehen, für den Flair quasi. Ja, genau. Oh, nice, das ist eine gute Idee. Dann kommt da noch irgendwie eine Gartenhütte und sowas hin und
dass das irgendwie so voll der Kontrast ist mit der Oberfläche. Hm, wahrscheinlich noch so ein paar Bäumchen und so einen kleinen, ja, wie sagt man das nochmal? So ein Zen-Garten oder sowas. Ja, so ein Biotop in den Untergrund halt, ne? Genau, irgendwie sowas. Und passend dazu poppt andauernd unten aus dem Fußboden so eine Lava-Animation raus, die man nicht wegkriegt. Okay. Hab ich auch noch nicht gesehen. Ich hatte ja, war ja nur da und auf einmal, wo du das da alles ausgehoben hast, war ich ja im Void. So, keine Ahnung, ob der mich abgebaut hat, dein Bilder da, oder was da genau jetzt war. Ich gehe stark davon aus, dass du einfach als Entity gemoved worden bist und dann einfach ins Void. Weil ich hatte nur gesehen, dass mein ganzer Bildschirm schwarz wird. Ich so, hä, was ist denn jetzt hier los? Was passiert hier gerade? Und dann flupp war ich weg. Das war das Beste. Warte mal, was leuchtet denn da hinten so? Ah. Glühwürmchen. Glühwürmchen. Achso. Die hätten auch übelst was unten in deinem Biotop. Oh, ich da rumfliegen. Ja, ich wollte mir die noch von Twilight Forest holen. Da kannst du ja die Glühbirnchen im Glas. Und dann wollte ich die mit Ketten von der Decke hängen lassen oder so. Ja, das hat auch übelst was. Oder an der Bäume kannst du die ja auch so festditschen, sodass die da immer bleiben auf einer Stelle. Die genau, irgendwie sowas. Also das war... Kronleuchter. Ja, das geht auch. Ja, aber da bin ich am gucken. Es soll einfach so völlig konträre Welten sein. Ah, okay. Also alles, was fröhlich ist. Also ich war auch am Überlegen, noch diese Eichhörnchen von Ars Novus zu fangen und dann mit einem Nametag zu versehen. Dann laufen die da unten einfach rum. Die kannst du ja mit dem Mob im Prismen-Tool kannst du die alle so einfach einfangen. Das weißt du, ne? Nein. Okay, dann weißt du es jetzt. Also das Mob Imprisonment Tool von Industrial Foregoing ist wie ein Pokémon-Ball quasi. Dann machst du einfach, kannst die Tiere einmal rechtsklicken mit dem Ball quasi und dann werden die da drinnen gespeichert wie in einem Spawn-Egg. Und dann kannst du die woanders wieder freilassen. Oh, nice. Das ist richtig geil. Das ist halt auch wie so ein Pokémon-Ball von Industrial Foregoing. Oder Ford, keine Ahnung, ich rede das immer verkehrt aus, aber ich denke, jeder weiß, was ich meine. Ja. Ja, dann, das ist, glaube ich, dann das Nächste, was ich mir hole. Da brauchst du auch wieder Gastiers für und einen, Plastik und Gastiers, genau. Außen genau. Plastik, in der Mitte einen Gastier. Ja, mein Chat... Plastik brauchst du eine Latex-Maschine. Also wenn du Latex brauchst, ich habe noch mehr als genug, ich habe 2 Stück. Aber zur Not zeige ich dir auch, wie du das herstellst. Ja, ich glaube, das kriege ich hin, aber der aus meinem Chat sagt mir gerade, man kriegt das Ganze auch hin, einfach mit einer Soul Vial von Ender.io. Ja, Ender.io geht auch, das stimmt. Also ich habe mich damals bloß immer mehr mit Industrial auseinandergesetzt, so das war so meine Hauptmod. Oder Draconic Evolution fand ich auch ganz geil. Aber das haben wir jetzt mittlerweile schon lange nicht mehr da, die Mod-Entwickler haben ja aufgehört. Obwohl ich Gerüchte gehört habe, dass es wieder kommen soll für die neuen Versionen. Ja. Aber mal abwarten und Tee trinken. Das war genau. Ja damals die 1.7.10, wo noch Draconic Evolution fett am Start war. Ja. Also wäre schon ein paar Tage dran vorbei. Genauso wie Ender.io, das ist ja auch irgendwie über Jahre weg gewesen und plötzlich wieder da gewesen. Ja, genau, das wäre jetzt ab der 1.19 erst wieder verfügbar gewesen. Genau. Finde ich aber gut, das war so eine gute Mod, alleine mit der Ender-Chest, die schließt du irgendwo an dein System, kannst das eben rüber transferieren lassen in dein Hauptlager und sowas, ist mega entspannt. Ja, auf jeden Fall. Ach ja, was ich bei dem Mystical Agriculture empfehlen kann, ist Red Fertilizer. Okay, das macht was. Einmal mitkommen? Also das hier ist, genau, das ist einfach das Schnellste, wie du Seeds bekommst. Nicht Seeds, sondern Essenzen. Ah, okay. Also heißt, wenn du dann das Superium fertilisiertes Farmland hast, dann geht's richtig ab, oder was? Nee, das ist immer noch langsamer als das normale Fertilize Farmland von Blockheads.
Achso, das ist hier. Ach, das genau. Ich sehe gerade, das ist eine ganz andere Mod quasi. Genau, und dann seitlich noch die Lilypads und das geht einfach übelst ab. Okay, ja, ich habe die ja alle in den Garten-Clutches drin oder in den Botanikötten, also je nachdem. Genau. Das. Also im Imperium habe ich alle Botanikötte und die ganzen anderen Seeds habe ich in den Garten-Clutches. Ja. Ich glaube, wenn Botania einmal durchgelaufen ist oder Botany, hat der hier schon 4 oder 5 Durchläufe durch. Ach krass. Ja, und das, wir haben ja auch nicht die Tiers-Mod drauf, also ich bin auch an überlegen, wir wollen jetzt nochmal ein neues Update raushauen, damit alles nochmal wieder auf dem neuesten Stand ist. Gewisse, denn habe ich, munkelt man das jetzt durch die Updates und ATM, nicht mehr der RAM so zugeschissen wird, also dass das nicht so auf. Wenn du länger spielst, merkt man das ja, dass es immer mehr Leistung frisst irgendwie, dass das immer ruckeliger und schlechter wird, so von den FPS-Zahlen her und allgemein, ja. Viele auch rausgeschmissen werden, denn so. Und das soll wohl irgendwie jetzt behoben werden, soll wohl behoben sein mit durch das neue Update, habe ich gehört. Ja, das kann natürlich und sein, bei der ganzen Menge an Mods, die hier drin sind. Genau, und da will ich dann auch nochmal gucken, ob ich denn noch zusätzlich nochmal die Gears-Mod mit draufhaue von Botani. Oh. Cool, dankeschön. Bitteschön. Ja, dann kann ich jetzt Latex bekommen. Ah, Latex-Processing-Unit und so. Ja. Genau. Weil das waren eigentlich so die einzigen zwei Maschinen, die ich so hatte, aber ich kann da noch nicht mit anfangen. Ja, das kannst du dir eigentlich ganz einfach machen. Auf der einen Seite machst du den Fluid-Exkapsulator, in der Mitte setzt du den Holzblock, rechts setzt du einen Block-Placer hin, wo du dein Holz reinpackst quasi, der dann immer wieder den Block hinplace, wenn er weg ist quasi. Und oben drüber setzt du dann die Latex-Processing-Unit und dann verbindest du die alle drei einfach miteinander und dann pumpst du quasi das Latex in die Latex-Processing-Unit und dann macht er diese Latex-Klumpen quasi. Genau. Die du dann einschmelzen kannst in den Smelter, dann wird das zu Plastik. Oh. Ja, und irgendwie gibt's da anscheinend, glaube ich, auch Bienen von. Ja, das Pink Slime Beast gibt's ja auch. So ist es ja nicht. Ja, nur da braucht man Lumber Bees. Die sind auch doch easy zu bekommen. Ja. Mahlzeit. Da kannst du die Bienen hier Draconic Bees mit herstellen, wenn du das Nest hast. Oh. Obsidian-Nest war das, ne? Yep. Ah, immer habe ich es gesehen. Ich habe nur aus Versehen meine Prediction von Hostile Network falsch eingestellt gehabt und jetzt habe ich 75.000 davon. Oh, geil. Das läuft ja. Ja, war nicht der Plan. Brauchst du noch Obsidian? Ich hab noch genug. Da. Ah, Marc, ich hab jetzt übrigens auch die Work-Dings hier, wie heißt denn das nochmal? Stonework Factory. Genau, und die habe ich jetzt auch automatisiert. Heißt, ich kann dann Sand bestellen oder Stein oder was weiß ich. Ich habe dann einen Cobblestone-Generator bestellt. Und dann kann ich das einfach so bestellen quasi, wenn ich was Bestimmtes brauche. Ganz geil, weil die Stonework Factory, die macht quasi aus Cobblestone, macht die zum Beispiel Sand oder Kies oder was weiß ich, kann die herstellen. Oder nice. Andere Sachen, Andesit oder sowas, du kannst da alles mit bestellen. Und dann musst du dahinter nur einen Cobblestone-Generator platzieren, den da reinpumpen lassen und dann kannst du den mit dem Crafter quasi, kannst du die sagen so, jo, das soll da rein und dann let's go. Nice. Kannst du das mit deinen Automation bestellen, das ist ganz geil. Okay, das muss ich mir auch noch angucken, weil aktuell farme ich einfach über die Bienen den ganzen Sand und so weiter. Oder auch bei Industrial Foregoing zum Beispiel brauchst du ja zum Beispiel, warte mal, wie heißt das Ding nochmal? Latex kann ich einfach hier eingeben. Damit kannst du ja zum Beispiel im Dissolution Chamber die ganzen Linsen für die Laserdrills herstellen oder die ganzen Machine Cases, Speed Upgrades, Range Upgrades und sowas. Und das kannst du tatsächlich auch automatisieren. Du lässt immer Latex reinpumpen in die Maschine und dann stellst du dahinter einen Crafter und wenn du dann quasi wie heißen die nochmal, diese Disc, die du reinschmeißt, damit er weiß, was er craften soll.
Pattern heißt das, glaube ich, ne? Genau. Bei dem Pattern erstellst du das dann quasi, drückst du auf Plus und dann wählst du das Latex da raus, weil das ist ja so oder so da drin, sonst erkennt er das nicht, dass das Latex da drin ist. Und dann kannst du das einfach so bestellen, weil Latex ist ja so oder so in der Mitte immer ein Tank drin. Ne? Ist das auch ganz geil, damit kannst du eigentlich alles automatisieren. Also ich bin dabei, jetzt momentan meine ganze Butze nur noch auf Automatisierung laufen zu lassen. Auch die ganzen Alloys und sowas hier, Diamant-Alloy oder Obsidian-Alloy und sowas oder Standard-Alloy, das ist bei mir auch schon alles automatisiert. Ein Knopfdruck, sofort alles da. Nice. Ja, ganz angenehm. Das kommt bei mir später. Also, ich wollte mir als nächstes eigentlich, wenn ich mit den Ressourcen fertig bin, Create angucken und damit mal so ein paar Sachen machen, weil da gab es halt so coole Sachen wie Schwebebahn und sowas alles und dann würde ich mal gucken, was man da bauen kann. Ja, ich habe auch schon überlegt, ob man vielleicht irgendwann zum Ende des Projekts, wenn man Langeweile kriegt, mal so ein Untergrundsystem hier aushebt unter der Erde und mal eine Crate-Eisenbahn macht, so wo die dann einmal bei jedem Held quasi, weißt du, dass du einmal einen Kreis fahren kannst von jedem Grundstück einmal. Ja, das hatte ich auch schon als Idee, also so eine U-Bahn-Station oder so. Hatte man dir eigentlich schon erzählt mit dem Einkaufszentrum, was wir da jetzt neben den Spawn gebaut hatten? Nein. Oder, okay, wir bauen nämlich gerade neben den Spawn ist ein Einkaufszentrum. Das sind wir da gerade am Bauen. Da kommt einmal vorne ein Café rein und nebenan noch eine Bühne. Und die restlichen Räume soll quasi, jeder kriegt da einen Raum, die sind dann alle gleich groß. Den kannst du dann selber einrichten, wie du möchtest und kannst dann quasi, je nachdem wie du es lieber ist, aber per Quantum Box oder so, kannst du dir da dann die Ressourcen hinliefern lassen und die da zum Verkauf anbieten. Also zum Beispiel, du hast zum Beispiel ganz viel Eisen so im Überfluss so und dann, falls einer Eisen braucht, kann er sich das dann da rausnehmen und irgendwas anderes dafür dir in eine Kiste packen oder so. Ja, das hört sich ja interessant an. Weil der eine macht das ja so, der andere macht das so, der eine macht viel mit Mystic Herbiculture, der andere mit Bienen oder dies oder das. Und das ist schon früh aufgefallen, dass hier jeder so seinen eigenen Weg irgendwie hat, aber alle in dieselbe Richtung so langsam gehen. Aber irgendwo fehlt denn immer was. Der eine hat viele Gastgears, zum Beispiel wie ich, ne? Die anderen haben das denn nicht. Dafür habt ihr irgendwelche Nethersterne, die ich denn nicht habe. Und somit kann man sich denn das immer rausnehmen, was man gerade zufällig braucht und was der andere so oder so in Überfluss hat. Ja. Zum Beispiel, ne? Ist eigentlich ganz, fand ich eine gute Idee. Da sind Calvin und, Brain draufgekommen. Ja. Das hört sich echt nice an. Das ist ja auch easy zu machen, Quantum Box, und dann kannst du dir das da per den Channel hinliefern lassen, dass der, und dann machst du da, wie heißen diese Boxen da nochmal? Die hast du auch unten im Keller für deine Bienen als Zwischenstück. Einfach Draw. So ein, ja genau, ein Draw. Genau, den begrenzt du dann auf ein Stack oder so und dann befüllt er sich mal nur ein Stack. Ja. Ja, das hört sich nice an. Ja, das fand ich auch. Ja, kann man super easy umsetzen. Ich habe dann auch schon mir überlegt, ich glaube, ich richte das wie so einen kleinen Tankstellenkiosk da ein mit so einem kleinen Tresen drinne und dann so Regale und nach der Gebiet quasi da dann so Ärzte, da so ein Lebensmittel oder so. Manche, zum Beispiel Calvin hat ja viele Hamburger so, der hat auch schon gesagt, der bietet die dann da an. Der hat da ja eine Automation für Hamburger. Ja, das ist geil. Macht ihr eigentlich schon Autocrafting mit Mystical? Nee, da noch. Also wir haben bei manchen einen Crafter schon rein. Also Calvin zum Beispiel hat einen Crafter mit dazwischen gepackt, dass er das automatisch alles hochcraftet. Zum Beispiel auch für Imperium, dass er die auf die höchste Stufe hochcraftet dann schon automatisch, ne? Aber ich habe da bis jetzt noch nicht gemacht, weil ich erstmal bei den ganzen Grundsachen bleiben wollte. Ich setze mich da aber auch noch ran. Ich habe bis jetzt nur alle Maschinen bei mir automatisiert. Ja. Oh. So. Ich habe meinen Altar automatisiert. Oh ja, sehe ich schon. Redstone Block. Ja, das mache ich bis jetzt noch immer auf Anfrage. Was stellst du mir bis jetzt her? Jetzt aktuell einfach nur Fire Seeds. Wenn es dann laufen würde. Ja, wie jetzt gerade Stillstand war. Jetzt haben wir drüber geredet, jetzt haben wir den Teufel an die Wand. Ja, das Autocrafting mit den
Refine Storage funktioniert zwischendurch nicht. Weil der Server setzt dann einen Tick aus und dann ist genau der Redstone-Tick, der das erkennt und dann ist vorbei. Hm. Ah doch, jetzt geht's. Ja, weil ich gerade was in die Truhe getan habe. Ja, das ist ein bisschen nervig, aber... Aber es läuft ganz gut. Jo. Also. Ach hier, das ist dieser Market-Ding-Onkel da, ne? Ja, der ist ja so entspannt, da brauchst du nicht mehr irgendwie kilometerweit nach Dark Oak zum Beispiel suchen, sondern kaufst du es einfach. Ja. Ich glaube, der ist auch relativ einfach zu craften, ne? Ja, ich glaube irgendwie 3 Holz und ein Teppich. Ja, oder er hier Bone Meal, wenn du mal was brauchst, das ist ja übelst entspannt. Ja, oder Leaves, also zum Dekorieren und so. Ne, deswegen habe ich mir den gleich zu Anfang geholt, weil der einfach echt so viel abnimmt. Und das Beste ist eigentlich, bei dem kriegst du Wither Roses für einen Emerald. Oh, das ist auch praktisch. Warte mal, hat der wirklich alle Blumen drin? Ich glaube, alle außer Botania. Ja, okay, ja stimmt, Botania war nicht drin, weil das wäre dann richtig praktisch gewesen, wenn er noch Botania drin hätte, da wollte ich mich ja auch noch mit befassen, da kannst du ja auch das Botania-Portal machen und so, um bestimmte Sachen zu kriegen. Da brauchst du ja auch bestimmte Blumen, um zum Beispiel das herzustellen oder das herzustellen, so und mit diesem Wasserportal, Potter oder keine Ahnung, das war schon ein bisschen her, wo ich das gemacht habe. Das habe ich... Ich habe mich da auch mal mit auseinandergesetzt. Ja, das habe ich zum Beispiel auch noch nie gemacht, das wäre auch sowas, wo ich sagen würde, okay, da kann ich auch mal rangehen. No. Ja, ich wollte hier jede Mod einmal durchgehen, so Schritt für Schritt und dann auf die Pagen verteilen, so dass ich dann irgendwo so meine Themenbereiche habe, so da ist das, da ist das. Ja, da wollte ich mal gucken, wie genau ich das mache. Ich hatte auch eine Idee von mir war, wir sind ja hier gerade mal auf Höhe 66 und können, ich glaube, bis 200 sonst was gehen. Dass man dann irgendwie, ich habe irgendwo gesehen, man kann sich hochschießen lassen. Das war noch eine Idee, dann einfach hochschießen und dann ist oben noch irgendwas basentechnisch. Vielleicht auch... Genau, oder man entflieht dem Ganzen und baut sich im Weltraum noch eine Station. Aber ja, du kannst ja auch durch auf den Mond, auf Mars, Jupiter, überall kannst du eigentlich hin. Genau. Das Einzige, was ich da am Überlegen war, war, ich weiß nicht, wie genau das hier mit den Dimensionen läuft. Nicht, dass man, wenn man dann sich eine Space Station baut, jeder an derselben Position die Space Station bekommt. Ja, das ist eine gute Frage. Also das grundsätzlich ist das ja easy zu machen. Auch in dem Haus kannst du dir ja einen Teleport-Pad machen und dann in die andere Dimension auch eins. Und wenn du so wie ein Elevator gehst, dann rauf, guck, bist du da, ne? Ja, genau. Ohne das Backknopfdruck machen zu müssen mit dem Ways auch zum Beispiel. Aber gut, da ist ja dann halt auch wieder die Sache mit, das ist ja eine extra Dimension und da hast du ja wieder neue Chancen in dem Sinne eigentlich, normalerweise. So, aber da wir das ja begrenzt haben, ist es schwierig. Du hast ja hier nur die 120, ne? Mhm. Naja, um Chance ging es nicht unbedingt, sondern nicht, dass jeder an derselben Position landet dann. Ja, achso, du meinst, wenn du mit der Rakete hinfliegst, dass jeder da rauskommt? Ja, genau. Das ist eine gute Frage. Oder ob das denn so ist wie mit den Metaportalen, dass du dann an einer anderen Stelle jeweils, je nachdem, wo du startest, rauskommst, ne? Das könnte ich mir auch vorstellen, weil ich nehme ganz stark an, dass sie einfach zum Anfang einfach immer nur den Neta kopiert haben und überall dann einfach eine andere Dimension draus gemacht haben. Beim Eta-Portal ist das ja genau das gleiche, da kommst du ja auch an verschiedenen Stellen. Genau. Da will ich auch nochmal hin, da kriegst du ja diese komischen Reitervögel, so, da kannst du ja drauf rumreiten. Ja. Ja, Blue Skies wollte ich auch noch ausprobieren. Ja, das Ding ins Portal, das Lauer habe ich bei mir schon stehen. Ich brauche nur noch das Everdorn, heißt das, glaube ich, das rote Portal. Ah, okay. Everbright habe ich schon. Ja, Everbright ist ja der Sheet schlechthin für Mechanism und die Brian Tower und die Neuro.
Activator oder wie auch immer die heißen. Neutronen-Activator. Mhm. Weil da ist ja ganz ein Tag Licht. Ja. Ja, Mechanism geht's bei mir jetzt auch demnächst weiter. Ich will einmal den 18x18x18 Fission-Reaktor machen. Mhm. Dann will ich auch die 18x18x18 Turbine dazu machen. Dann will ich noch den Fusion-Reaktor machen und daneben noch eine UU-Meta-Produktion. Also damit kannst du auch übelst viel herstellen. Ja. So, aber dafür brauchst du halt Unmengen an Strom und deswegen will ich alle drei alle Reaktoren einmal machen, damit ich einfach gar keinen Strommangel mehr habe. Und dann will ich auch die große Batterie von Mechanism machen. Da kannst du ja eine Multiblock-Batterie machen, da kannst du ja so viele Giga-FE drin oder keine Ahnung, das geht ja in einen ganz perversen Bereich, wenn du da, sag ich mal, einen Chunk groß eine Batterie machst, dann geht das ja ins Unendliche mit deinem Strom, da kannst du so viel drin speichern. Ja, ich glaube, irgendwann ist begrenzt, weil die Variable nicht größer ist, aber ja, da kannst du echt reinhauen, wie du willst. Ja, und wenn du dennoch die, weiß gar nicht mehr, wie hießen die nochmal, es gab ja verschiedene Stufen. Einmal die Basic. Warte mal. Gucken. Wo sind die denn nochmal? Es gab ja Basic Batterien, genau. Basic, Advanced, Elite und die Ultimate Induction Cell, genau. Mhm. Wenn du die Elite hast, dann ist ja in einer schon 52 Mega FE. Wenn du da, sage ich mal, 18x18 so ein Ding auslöst, hast du ja, keine Ahnung, extrem viel Energie zum Speichern auf jeden Fall. Ja, wenn das... Das dauert ordentlich. Wenn du das überhaupt mal folgtest, so, ne? Da musst du ja schon echt produzieren ohne Ende. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, ich hatte eine 9x9 und das hat anderthalb Tage mit dem Fusionsreaktor gebraucht. Mhm. Und dann mit 400 reingeladen, weil mehr stellt er ja eh nicht her. Ja. Ja, ich bin noch mal gespannt, ob das denn so hinhaut mit dem 18x18, weil beim letzten Projekt, da hatten wir irgendwie Wasserprobleme. Da hat es nicht gereicht, das Ding voll Wasser zu kriegen. Aber da wir jetzt die Sink haben und auch gute Pipes, sage ich jetzt mal, wenn du das upgradest, dann müsste der eigentlich fast sogar hinterherkommen, bin ich der Meinung. Ja, sobald du einen geschlossenen Kreislauf hast, musst du die eigentlich nur einmal auffüllen und das war's. Also bei dem Fission-Reaktor zum Beispiel. Ja, da ist ja, du hast du sowieso Wasserrückgewinnung durch das Steam, was da durch die Turbine genau passiert, ne? Ja, beim Fusionsreaktor hatte ich das irgendwann festgestellt, je mehr Pipes du baust, desto mehr passiven Wasserspeicher hat er und kann dadurch mehr Wasser verarbeiten in Steam, also produzierst du auch mehr. Aber der Server kackt dann irgendwann ab, weil er jedes einzelne Rohr rendert. Und wenn du dann da irgendwie, keine Ahnung, ich hatte da glaube ich 1000 Rohre liegen. Und die haben den Server komplett zerschossen. Ja gut, die Pipes gehen ja noch. Was noch schlimmer ist, sind die Mechanism-Pipes, sage ich jetzt mal. Weil die auch noch eine Animation drin haben, wenn Wasser drin ist, fließt das da durch. Oder Items werden da auch so durchgeschoben, optisch so. Genau. Richtiger Killer für den Server, so, ne? Ja, die musste ich nehmen, weil da drüber berechnet er die Tankgröße des Fusionsreaktors. Mhm. Also völlig bescheuert. Ich bin mal gespannt, wie das mit Xnet funktioniert, ob der das vielleicht schon, ob das schon reicht von der Größe her. Das könnte auch sein. Ein Xnet extra für den Reaktor aufmacht, oder so. Ja. Das würde ja, glaube ich, genug Kapazität dafür haben. Hoffe ich zumindest, weil ich habe bei mir alles auf Xnet gestellt und deswegen, da wollte ich eigentlich bei bleiben, weil das echt spannend ist. Ja, also Xnet ist sowas von todesentspannt und das spart so viel Platz. Das ist unglaublich. Ja, und man kann es halt noch schön gestalten mit den Fassaden, was ich geil finde. Ja, da kannst du alles schön hinter den Wänden verlegen und sowas, ne? Da sieht dann nachher keiner noch was. Ja. Jo. Du hast ja auch hier für Strom, hast du glaube ich die Flux-Network, ne? Ja, genau, weil die halt eine unbegrenzte Übertragung haben. Oh, das ist schon cool. Das habe ich noch nicht gemacht. Ich habe bis jetzt alles noch über Xnet.
Strom, Wasser und so. Mach ich auch. Um einzelne Maschinen anzusteuern, aber um die Hauptmaschine anzusteuern, dann halt einfach mit den Points eben dran gehen. Das geht schneller, als irgendwie ein Kabel hinzuführen. Ja, gut, das stimmt schon. Das Ding ist halt, meistens hast du so oder so das Kabel dran, wenn du da Wasser rausziehen willst. Oder bei meinem Latex zum Beispiel, wenn ich das in eine andere Maschine transferieren will, dann hast du da so oder so ein Kabel schon dran und dann kannst du das sowieso halt bis über ein Kabel auch laufen lassen. Ne? Ja, das auf jeden Fall. Nur ich speichere alles dann in Refined Storage noch drin. Ne? Mhm. Und dann habe ich eigentlich, ich habe glaube ich mittlerweile 6 oder 7 Xnet-Controller laufen. Oh krass, ich habe bis jetzt immer noch einen, wo alles drüber läuft. Oh, also, okay. Ich gut mit ausgekommen. Nö, aber ich mache immer. Ich glaube ich nur 8 Channel, so deswegen irgendwann muss mal ein neuer Controller. Ja, genau, deswegen habe ich dann einfach nur alles aufgeteilt. Hattet ihr heute eigentlich den Server neu gestartet? Das weiß ich gar nicht. Also ich habe ihn auf jeden Fall nicht neu gestartet. Kann sein, dass die Jungs schon den Autostart reingebaut haben. Ah, super. Weil ich habe meinen Bilder geschrottet. Oh, Mensch, was ist denn so, was passiert? Irgendwie, ich glaube, wenn der Server crasht und der Bilder am Arbeiten ist, wird er nicht mal als Ally erkannt. Und dann kannst du nicht in geclaimtem Gebiet oder ehemals geclaimtem Gebiet bauen. Oh. Abbauen. Bauen kannst du, abbauen geht nicht. Ich meine, vorgestern ist er einmal abgestürzt, weil ich drauf sein wollte. Ja, ich habe ihn gestern abgeschossen. Oh. Ja, kann mal passieren, ne? Ich hatte das nur in deinen einen Dings gesehen, so. Wo du immer sagtest, so, wenn wir jetzt einsammeln, ob denn der Server crasht und dann so, okay. Ja, also Space Chambers darf man nicht mit den Building Gadgets abbauen. Mhm. Erfahrung ja, von gestern. Das mag er wohl nicht. Nee. Was aber macht die Megatouch schon mal? 64x64 oder wie viel war das? Ich glaube also, ja. Die muss ich mir nämlich auch noch zulegen, die baue ich auch noch unbedingt in mein Grundstück. Mhm. Ich kann dir. Ja. Da brauchst du aber trotzdem aber ein paar, glaube ich, von deinem Markt. Ein Grundstück ist ja. Ja, 100 mal 100, aber. Ne? Was für meine Burg oder mein Schloss, was ich da habe, Medieval Castle, das ist ja nicht so groß. Da reicht 64x64. Oh, das ist das wichtigste Item überhaupt. Ich schmeiß mal beides rüber. Genau. Ich nur auf diesen Behälter oder was das war. Behälter? Ja, oh, du mega, hast danke. Wenn ihr irgendwie so einen Obsidian-Behälter übergeschmissen. Ja. Reedlam. Ja, genau. Oh, seid ihr. Ich ja. Hätte gedacht, der hat ja auch einen. Ja, hatte ich ja. Eigentlich. Ich. Aber ja, egal. Die haben sich ineinander gestackt und dann hast du beide bekommen. Ja. Das ist der wichtigste überhaupt. Sobald du ja, dem. Prevents Natural. Ja. Das heißt, wir spawnen dann keine Naturmobs mehr und keine Bild. Genau. Und keine Fledermäuse. Oh, Fledermäuse sind so nervig. Oh ja. Und das. Ja, perfekt für so Höhlenbasen, ne? Ja, genau. Also gestern hatte ich irgendwie 40 Fledermäuse in der Höhle. Das war echt nicht feierlich. Oha. Oh, ja, und dann die ganzen kleinen Mitbücher da erstmal wegboxen. Da musst du aufpassen, dass du nicht dein halbes Haus noch mit abbaust. Da. Also das geht damit sogar, du platzierst den einfach und der fliegst weg und kommst wieder. Also sobald du aus der Spawn-Range raus bist, werden die auch nicht mehr neu gespawnt. Funktioniert auch mit Mobs, was richtig gut ist. Das klingt auf jeden Fall nice. Boah. Bei unseren Tour ist das Problem ja, du kannst ja an sich auch abbauen. Ich meine, jetzt habe ich es ausgestellt, dann ist das nur als Waffe gedacht, aber ich kann das jetzt zum Beispiel auch einstellen auf Slow, Normal oder halt auf Fast. Auf Fast hast du eine Effizienz von 128 und da drückst du einmal drauf, da ist die halbe Welt hier weg. Das ja. Ist halt dann unpraktisch. Wenn du dann mal vergessen hast, auf Off zu stellen, dass er gar nicht abbaut, dann hast du schneller was kaputt gebaut, abgerissen, als dass du da irgendwas getötet hast, oder? Ja,
Nee, deswegen benutze ich den nicht, weil bei meinem Glück reiße ich die halbe Welt ab. Ja. Naja, gut, ja, zum Abbauen ist das mega praktisch so, weil bei den anderen Tools, da hast du eine hohe Effizienz, was zwar geil ist, aber dann, ne, kannst du nur schnell so, da kannst du es halt nicht mit einem Rad einstellen so und immer auf normal abbauen stellen. Dann musst du dir noch eine extra Spitzhacke machen, sage ich jetzt mal, die nur langsam normal abbaut, ne? Ja, aber bis jetzt geht's. Aber das wäre auch noch eine Idee, den zu bauen. Der ist ja auch relativ easy. Naja, die Mecha-Suit ist dann halt die nächste Challenge. So, dafür brauche ich dann aber erstmal einen Atomreaktor, einen Fission-Reaktor, um Dinge herzustellen. Wie hieß denn das nochmal? Plutonium oder das andere? Ja, genau, Plutonium. Ja, genau, Polonium. Ja, Polonium-Pellets brauche ich dann. Ja, genau. Aus Chlorid das, und Chlorid das musst du wieder mit dies, das und... Ja, Polonium-Pellets, genau, das war... Ansonsten habe ich ja alles und HDP-Sheets brauche ich ja dann auch. Das machst du ja aus HDP-Pellets und das kriegst du ja dann durch Ethylen und Oxygen und da brauchst du ja erstmal die ganze Vorproduktion. Ja. Das wird auf jeden Fall noch eine Hürde Nummer. Ich meine, ich habe doch schon mal alles gemacht, aber ja, das ist immer ein weiter Weg, bis du dann alles zusammen hast dafür. Mhm. Und auch eine gute Fuel-Produktion hast, um so einen riesen Reaktor dann erstmal dauerhaft laufen lassen zu können. Da brauchst du ja nicht nur eine Fuel-Produktion, sondern eigentlich am besten schon zwei, drei, die sich einen Reaktor dahin. Ja, also was ich am Ende gemacht habe, war mehrere Atomunfälle auslösen, um nukleare Bienen oder radioactive Bienen zu radioactive Waste Bienen umzufunktionieren. Und die fressen dann den radioaktiven Unfall und können sich an diesen Rohren ernähren und produzieren selbst den Waste. Und irgendwann lief es dann darauf hinaus, dass ich nur noch ganz wenig Treibstoff herstellen musste und die Bienen den Rest gemacht haben. Mhm, naja, du kannst ja auch durch den Neuronen-Activator heißt das, glaube ich, die Solar-Ding hier. Ne, Solar-Neutronen-Activator, genau. Und da kannst du das ja dann auch, was die Bienen produzieren, zu Fuel umwandeln und dem zum Laufen zu bringen dann, ne? Ah, okay. Nice. Das wusste ich nicht. So, dann ist das so ein geschlossener Kreislauf zwischen den Bienen und dem Reaktor quasi, weil der Reaktor produziert das, was die Bienen quasi brauchen und die Bienen produzieren das, was der Reaktor braucht. So, das ist dann eine Kette. Ja. Aber dafür brauchst du dann auch wieder die Bienen. Ja, genau. Und das hat und so ewig gedauert. Atomcrash ist so, ja, kann man machen, aber danach ist dann erstmal, brauchst du diesen Dingensanzug, um erstmal klarzukommen. Außer der, du fragst lieb einen Admin, der dann eben per /Command deine Radioaktion vom Grundstück. Ja, also ich hatte das im Singleplayer in der Mining Dimension gemacht, damit das halt nicht die Base kaputt macht. Ja, das geht natürlich auch. Mining Dimension. Oh. Da stürzt du erstmal keinen. Nee, weil da hätte ich auch keine Lust drauf. Ich habe so ein komplettes Nuclear Waste Barrel in die Luft gesprengt. Und das dauert 4 Tage Real Life, bis das weg ist. Ja, ich glaube schon. Also wir hatten mal den Reaktor hochfliegen lassen und das war nur ein 10 mal, nee, das war ein 5x5 Reaktor tatsächlich. Und 12 Blöcke hoch, 5x5x12. Und da hat das schon ordentlich gerumst, muss ich sagen. Also ab einer gewissen Größe wird es nicht mehr schlimmer von Rumsen. Also der 18x18 macht nicht größer als der 5x5x12. Oh, schade. Haben wir auch gedacht, wir so, oh, lass mal den ganz großen bauen und den einfach mal in die Luft fliegen lassen, extra Backup gemacht und sowas, weißt du, vom Server und dann mal richtig provokant das Ding volllaufen lassen und dann, ja, das hat nicht doll Puff gemacht, da hat der 5x5x12 mehr Schaden angerichtet in dem Sinne, weil draußen rum ja noch mehr Platz war, der Reaktor selber hat ja nicht so viel Platz weggenommen in dem Sinne, ne? Ja. Und dann wär's... 18x18 hat gefühlt sich nur selber aufgefressen. Aber der 5x5x12, der hat dann schon ein bisschen die Base mit abgebaut, sage ich es jetzt mal so. War nicht so toll. Aber gut, da kannst du ja auch eine Redstone-Schaltung bauen, da hast du ja diese
wie heißen die denn nochmal? Logic Ports, wo ein Redstone-Signal rausgeben kannst. Heißt, wenn er zu heiß wird oder wenn er zu wenig Fuel hat oder so, kannst du das einstellen mit einem Redstone-Signal. Und dann machst du den Anschalter quasi mit einer Redstone-Fackel. Und wenn er dann, wenn er zu heiß wird, das Redstone-Signal raushaut, dann lässt du einen Piston auslösen, der diese Redstone-Fackel dann ausmacht, also wegballert, und dann geht der Reaktor erstmal auf Dauer aus, so, ja. Und geht nicht automatisch wieder an. Dann kannst du es dir erstmal angucken, was da passiert ist, und wenn du das gefixt hast, setzt du die Fackel wieder hin und dann läuft er halt wieder so. Das ist der sicherste Weg, den du überhaupt bauen kannst. Ja, ich hatte es, glaube ich, über Ender.io hatte ich die einfach verknüpft. Ja, das geht natürlich. Haben die sich auch immer abgeschaltet. Wenn du sonst einen Kreislauf machst, sage ich jetzt mal, ohne diese Fackel, die kaputt geht, dann löst er ja einmal aus, schickt das Redstone-Signal raus, aktiviert den einmal, dann geht er kurz aus, dann kühlt er ja wieder ab, dann geht er sofort wieder an und dann geht er wieder einen raus, geht er wieder, und dann hängt er immer dazwischen, und das ist so serverfressend, weil er immer an, aus geht, und dann irgendwann wird es trotzdem zu viel sein, so, und dann kann er sich nicht richtig erholen, und deswegen ist mit der Redstone-Fackel angenehmer. Ah, okay. Dürfte so einige Sachen erklären. Ja. So, ich will mal weitermachen. Ja, alles klar. Dann wünsche ich dir viel Erfolg. Danke, gleichfalls. Gespannt, was du hier so baust, und dann gucke ich mal gelegentlich vorbei. Ja, gerne, gerne. Falls ihr was braucht, alles einfach klar. Bescheid sagen. Jo, Dito. Jo. Dankeschön. Bis denn. Jo, bis denn. Ciao. Tschö. Ja, war sehr interessantes Gespräch und alles, aber gefühlt waren wir jetzt doch schon, ich würde mal sagen, eine gute Stunde dabei, und eigentlich habe ich jetzt noch eine Dreiviertelstunde, und dann würde ich eigentlich auch wieder Feierabend machen. Das ist das Problem, und das würde ich schade finden, aber war ganz lustig. Aber, hi erstmal. So, sorry fürs, nicht so recht antworten, das war auch nicht geplant. Ich bin da immer so ein bisschen dann doch abgelenkt, was ich auch ein bisschen schade dann finde. Und, ja. Was wollte ich jetzt machen? Ja, wir hatten heute übrigens eine Verstopfung. Und zwar die Enderbienen produzieren auch Chorus-Flüssigkeit, und die hatten wir nicht abtransportiert. Also hatten wir dann das Problem, dass hatten wir das Problem, dass hier alles festgebackt ist, aber jetzt sind wir eigentlich auch schon wieder frei. Ja, zwischendurch weiß ich einfach nicht, was ich antworten soll, weil ich, wenn das nicht meine Themengebiete sind, bin ich nicht so bewandert in Antworten, sage ich jetzt mal. Und, kommt da der Supporter durch? Das kann auch sein. Ja, aber war aber ganz geil, und es freut mich sehr, dass die den Totenkopf so cool finden. Ja, die, ach genau, jetzt weiß ich auch, wo wir waren. Ich wurde ja abgelenkt. Ich wollte ja hier hinten rausfinden, wie ich das mit dem Wasser richtig hinkriege. Nee. Obwohl, ich habe eine andere Idee. Wir machen das jetzt anders, Bucket. Bilder. Break was cancelled. RF Tools.
Der Server wird noch nicht neu gestartet. Leider nicht. Ja. Daran musste ich nämlich auch gerade eben denken. So. Da muss ich aber leider nachgucken, wie man eine Hopper-Clock baut. Weil ich das vor Urzeiten mal gemacht habe. So. Bitte was? Nee, ich glaube, das war in der Beta 1.8? 08? Wo ich eine Hopper-Clock das letzte Mal gebaut habe. Vielleicht vor 10 Jahren oder so. Das ist mit Urzeiten gemeint. So. Hopper Clock. Also, wir brauchen Hopper. Zwei. So. Dann brauchen wir Redstone. Ist. Hm.
So. Redstone Torch. Wo haben wir sie denn? Da. Ups. Ah, ich glaube, das müssen Sticky Pisten sein. Oh nee, nicht Piss. Pisten. Habe ich keine... Habe ich ernsthaft keine Pisten als Autocrafting? Interessant. Alter. Oh, wir müssen auch noch Slime Bees herstellen. Okay. So. Redstone. Sorry, natürlich. Ich glaube, das geht am einfachsten, wenn ich einfach hier abgehe, oder? Okay. Ja. So. Dann kommt hier eine Trapdoor hin. Boah, ist das enttäuschend.
Das sollte eigentlich nicht passieren. Eigentlich sollte sich das hier einmal komplett ausbreiten. Okay, also müssen wir rausfinden, wo wir das Wasser setzen müssen, damit es sich einmal ausbreitet. Okay, hier nicht. Dann muss das einmal von oben laufen. Oder machen wir das jetzt ganz einfach und ich ignoriere das Ganze einfach und setze hier einfach 5 Sticky Pisten hintereinander hin, die sich dann alle ausfahren. Moment. Auch. So, wir machen das jetzt ganz einfach. Ups.
Okay. Create. Rope Pulley. Nice. Wird das doch mal aus. Ups. Das andere Zeug noch. Alloy. Create. Hammer.
Ey, nicht Latschspiel. So, war das eine Klatsch, die ich brauchte? Oh mein Gott, falsches Objekt gebaut. Hier Shift. War das die richtige? Oder war das ein Sequence? Okay. Dann war das ein Sequence. So viel Aufwand für nur ein bisschen was, ey, das ist so bescheuert. Zink. Zink. So. Was soll denn das? Hey.
Okay, testen wir das Ganze nochmal. So. Okay, warte. Turn. Five me. Oh. Oh, 5 Meter. Ten Ticks. Oh. Oh, Alter. Gott sei Dank. Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Hi. Ich verzweifle an.
Yes! Ich wollte gerade sagen, ich verzweifle an Dingenskirchen. Da war die komplette Hopperclock umsonst. Aber schön, dass wir die mal gelernt haben. Okay, wenn wir die jetzt auf 360 setzen. Oh. Endeside. Stolz drauf. Cool. Hey. Wir müssen hier auch mal den Fortschritt einleiten. Jetzt haben wir ja alles schön hier mit Create. Alles schön mit Create und ja, also das finde ich ganz nice. So, dann können wir 1, 2, 3, 4, oh. Ich bin da echt. Sehr stolz drauf. Wegen diesem blöden Gras haben wir das jetzt alles nur gebaut. Ups. Ach, das ist doch Kacke.
Mist. Dazu will ich jetzt noch nichts sagen. Werde ich von meinem eigenen Spawner und alles getrollt. Das geht doch nicht. Ja, also so wie es aussieht. Spawnen da keine Kühe oder sowas. Aber dafür haben wir uns ja die Coup Predictions gebaut.
So. Warum haben wir den ganzen Spaß gemacht? Damit wir Heated bekommen. Davon können wir schon mal eine herstellen. Ja, aber eigentlich haben wir das um die. So. Productive. Ach ja. So, ich wollte eben noch das Rezept für Obsidian anlegen. So, 6 Stück. Oh yeah. Ja, war klar, wir brauchen Echo-Shards. Upgrades hier. Ballert das jetzt schon mal richtig voran mit den Draconic Bees. Und dann können wir eigentlich nach und nach die ganze Verbesserung hier bauen. Nice. So. Echo Shards. Können wir auch Skulk. Die kriegen wir. Can't breed among themselves. Und mit Digger Brief. Gravel and Stone. Noch 10 Diggerbees. Das ist ja der Wahnsinn. Ach, hier kann ich spawnen. Okay. Habe ich ja mal hinten und vorne keine Lust zu. Jetzt regnet das auch noch so eine Kacke. Cage.
Oh. Vielleicht haben wir dann auch schon eine Chance, irgendwie so eine high, very high Production zu bekommen, durch Genetik oder so. Mal kicken. Wäre auf jeden Fall interessant. Sogar noch in der Ladezone drin. Boah, als ob ich das geplant hätte. Wie bist du hierher gekommen? Ja, die Q-Prediction funktioniert ja mal bedeutend besser. Okay. Ja, also. Ich würde dann jetzt leider Feierabend machen. Wir haben heute berauschend viel geschafft. Ja. Dafür bin ich morgen aber völlig ungeplant und dann können wir hier ganz entspannt reinstarten. Genau, und dann hoffentlich wird der Server neu gestartet, dass wir hier unser Bild weitermachen können und dann gucken wir mal, dass wir hier noch Skulkbees bauen und ja, dann auch mit der Dekoration anfangen. Ich hatte ja mit René das mit dem Glowing Frames gesehen. Da könnten wir dann die Augen bauen und dann mal testen, wie es aussieht, wenn wir da Lava im Hintergrund zum Beispiel laufen lassen oder so. Ja, und genau, aber für heute war es das leider erstmal. Ich bin nämlich hundemüde und ich hoffe, heute sollte kein wie heißt das gleich noch keine Verstopfung unserer Ressourcen kommen. Ja, und dann machen wir hier unten dann morgen auch noch ein bisschen Dekoration und so weiter. Also würde ich dann sagen, wünsche ich euch einen angenehmen Abend, eine gute Nacht
Und dann auf jeden Fall bis morgen. Genau. Morgen dann um 18 Uhr. Dann aber auch pünktlich. Morgen steht bei mir nichts auf dem Schirm, also sollte ich wirklich pünktlich 18 Uhr da sein. Dann eine gute Nacht. Danke, dass ihr dabei wart. Und dann bis morgen in alter Frische. Ciao.